So, hallo, ich begrüße euch mal zu was anderem. Kein Breath of the Wild, Breath of the Wild sowieso nicht. Kein Zelda. Ich möchte ein kleines Spiel spielen. Und zwar Superliminal. Das wurde mir durch die Steam Awards, ist mir das aufgefallen. Das ist nämlich eines der Spiele, was da nominiert ist. Und es sieht enorm cool aus. Scheint so ähnlich zu sein wie Stanley Parable. Du hast so verschiedene Puzzle, die mit Perspektive und sowas funktionieren. Und ich habe mir gedacht, das ist vielleicht ein kleines, nettes Zwischenprojekt. Deswegen probieren wir das einfach mal aus. Ich bin jetzt drin, ich habe noch nichts gestartet. Ich habe einfach nur ein paar Einstellungen vorgenommen, Audio und so weiter eingestellt. Es sollte passen. Ich starte einfach mal und wir gucken, was passiert, würde ich sagen. Und dann schauen wir, ob die Aufnahme funktioniert hat nach dem ersten Part. Yay! Los geht's. Lichtempfindlichkeitswarnung bei Epilepsie. Okay, ihr seid gewarnt. Das andere konnte ich nicht lesen. Are you filled with feelings of self-doubt? Do you find yourself prone to minimizing massive dilemmas? Or for allowing the smallest problems to get blown completely out of proportion? At the Pierce Institute, our patent-pending SomnoSculpt technology provides safe and effective dream therapy while you rest in the comfort of our flagship clinic. Located right next to the secondary overflow parking lot at the University Medical Center. SomnoSculpt will make your dreams come true. Ah ja. Habt ihr auch die Klinken gelesen anstatt Kliniken? Okay, okay, kriegt eine Steuerung. Ich wollte gerade sagen, kriege ich bitte eine Steuerung erklärt? Sehr schön. Ich kann also das da tun und ich kann das da tun. Oh ja, Ich kann vor und zurück. Cool. Das ist ja schon mal ein Teilerfolg. Okay, ich würde gleich mal die Mausempfindlichkeit deutlich höher stellen wollen. Das kann ich bestimmt hier tun. Nee. Kann ich nicht. Kann ich es hier tun? Kameraempfindlichkeit. Let's try this again. Ja, viel angenehmer. Okay, vielleicht ein bisschen zu viel. Vielleicht ein bisschen zu viel, aber wir haben es gefunden. Prima. Okay, so. Ich kann das wahrscheinlich nur anklicken. Ist da sonst irgendwas? Kann ich mit irgendwas interagieren? Mich interessiert es ja nur jetzt schon hier rumzuspielen. Nein? Okay. Einen Moment, ich wollte nicht unterschreiben. Ich wollte das erstmal lesen. Was habe ich jetzt unterschrieben? Oh, ich kann hüpfen. Okay, jetzt ist eine Tür offen. Aber ich wollte das eigentlich erstmal lesen. So. Kann ich aber nicht. Oder kann man zoomen? Ich habe gesehen, hier gibt es Steueroptionen. Horizontal schauen. Nee, das ist einfach nur gucken. Rotieren, greifen oder interagieren konnte ich noch nicht. Nope, das ist alles perfekt. Aber das ist dann sehr einfach zu steuern. Sehr schön. Okay. Perception is reality grab. Yo. Kriege ich den jemals wieder klein jetzt? Moment, Moment. Sorry, La Lampe. Okay. Damit haben wir schon mal gelernt, was uns in diesem Spiel erwarten könnte. Wie groß kriege ich den? Wie groß kriege ich den? Ach so, Moment. So ist das wahrscheinlich noch in dem Raum. Und jetzt wäre er in der Tür. Ah ja. Und so ist er noch in dem Raum. Und jetzt nicht mehr. Jetzt ja. Okay.
Das meinte ich mit Puzzle zur Perspektive. Na, der Trailer dazu sah ziemlich cool aus. Okay, der Tisch geht nicht kaputt. Na gut, ich nehme mal so ein Ding mit. Wer weiß, ob wir es brauchen. Ach so. Okay. Okay. Space to jump, ja, habe ich auch schon gelernt. Okay. Terms of service accepted. Congratulations on falling asleep. Welcome to Somnasculpt. Your progress may be monitored by qualified specialists. This orientation will adapt you to eyelids, our interactive, lucid induction dream state in which you retain full consciousness and control. Jetzt habe ich das gelesen und nicht zugehört, aber es wird schon passen. So, was soll ich tun? Hier ist ein Schachbrett. Das ein bisschen größer geworden ist gerade. Das ist nochmal ein bisschen größer geworden. Yo. Okay. Ich meine, ich kann Figuren auf das Schachbrett draufstellen. Ich kann sie auch kleiner machen und da draufstellen. Aber das wird wohl jetzt nicht... Achso, ich kann ja drehen. Wie konnte ich drehen? Wait, konnte ich nicht? Hieß es nicht, mit rechts kann man drehen oder so? Rechtsklick halten. Ach so! Wait, hä? Nochmal. Ah, okay. I see. Aber ich sehe noch nicht, was ich tun soll. 08C. Ich meine, ich kann mal alles... Ach so! Ich dachte, ich soll hier irgendwelche Sachen zusammenstellen. Ich soll einfach nur den Weg frei machen. Gut, das kann ich. Okay, es gibt also... Ja klar, sie müssen irgendwelche Abschnitte einbauen, sodass man Sachen nicht mitnehmen kann. Dann kann ich da wahrscheinlich auch nicht... Nee, natürlich nicht. Okay. Okay. Verstanden. Das heißt, hier kann ich schon mal nur richtig sein, weil ich kann nichts mitnehmen hierhin. Okay, ich sehe den... Ich wollte gerade sagen. Jetzt würde mich interessieren, wie klein kann ich den machen und hält er dann trotzdem? Also funktioniert er trotzdem auf dem Ding da drauf? Oder muss der... Okay, der kann auch ganz klein sein. Der muss also kein bestimmtes Gewicht haben. Cool, 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 cool. So. Ah, und jetzt hole ich mir den wieder. Lol, das ging tatsächlich. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich den einfach da durch das... Okay. Jetzt machen wir den Stück für Stück wieder größer. Oha, der ist jetzt schon brutal klein geworden, ne? Nur erstmal hier ein bisschen arbeiten, bis der wieder größer ist. So. Ja, cool. Confirmed. You can move freely, interact with surrounding objects, and listen to messages from your patient care team. Ja, meistens höre ich Please auch zu. Please note that I am the standard orientation protocol, and that my voice has been explicitly chosen to remind you that I am not a part of your patient care team. I do not care. Okay, GLaDOS. Oder so. Das ist einfach nur auf dem Boden, ne? Ja, das ist einfach nur aufgemalt. Tch.
Aber auch ein schönes Beispiel für Perspektive, ne? Einfach nur aufgemalt. Und wenn man es dann so sieht, sieht es ganz komisch aus, aber wenn man es eben aus dieser... Oh shit. Wenn man es aus dieser normalen Perspektive betrachtet, sieht es halt einfach wie eine Figur aus. Das ist schon cool, sowas. So werden ja auch Filmtricks manchmal verwendet. Also Perspektivengeschichten, um jemanden kleiner oder größer darstellen zu lassen als eine andere Person, und die sind trotzdem in echt größer, in echt gleich groß. Ich kann reden. So, okay, den nehme ich mir einfach mit und setze ihn da drauf. Es war alles noch so eine Art Tutorial. Aber ich finde es jetzt schon cool. Okay, ich muss da hoch. Ich kann? Nee, kann ich nicht. Ich kann nichts mitnehmen. Okay. Das mit dem Rotieren ist noch ein bisschen komisch. Ich muss das jetzt irgendwie. Ach so, muss ich. Ich muss die Maus bewegen zum Drehen. Das ist ganz, ganz merkwürdig. Aber wir nähern uns der Sache, die wir brauchen. Was passiert eigentlich? Oh mein Gott, kann ich mich zerquetschen? Nein, ich bin einfach un. Ich hatte kurz das Gefühl, ich gehe out of bounds, ne? Aber hier oben ist einfach, da kann man einfach auch rumlaufen. Oh nein, jetzt ist er wieder klein. Nein, er wird immer kleiner. Das war nicht das Ziel. Komm, ich kann nicht darüber springen, ohne den nochmal loslegen zu müssen. Wir probieren es aus. Schade. Okay. Aber wie es mich da hochgedrückt hat, das machen wir nochmal. Yo. Nein, jetzt ist er wieder kleiner. So. Komm, schieß mich nochmal hoch. Das war komisch. Du kannst es, du schaffst es. Er schafft es nicht. Schade. War aber interessant. Okay, so gehen wir hoch. During eyelids, you will lose the ability to awaken suddenly due to realizing that this is a dream. Evidence. I have already informed you that this is a dream. You did not wake up. Please complete the remaining orientation activities. Okay. Also ganz kann ich dem Text nicht immer folgen, aber wir bemühen uns. Yo. Das sieht interessant aus. Aber hier kann ich nichts tun. Die sind einfach da drin. Aber es ist wohl 12.05 Uhr. Ne, es ist wohl 0.02 Uhr. Wait, der ist an. Ist ein einziger anders? Ne, es sind viele anders. Okay. Okay, das muss da rein. Okay, ich will natürlich alles sehen, deswegen bemühe ich mich jetzt natürlich hier. Okay, da geht's wohl weiter. Wir gehen erstmal hier rein. Wait, das sieht.
Okay. Ist da, ach, das ist ein Spiegel. Nee, das kann kein Spiegel sein, weil das Licht hier passt ja nicht. Warning, you have deviated from the orientation pathway. At the Pierce Institute, patient safety is a key node in our corporate priority tetrahedron. A variable degree of force can and will be authorized to ensure patient safety. Please return to the orientation pathway. Ich wollte gerade sagen, es ist bestimmt so ein Ding, wo man abseits jetzt der Forschungseinrichtung rumläuft, wie bei, na, wie bei Portal. Jetzt gehen wir erstmal normal, weil ich weiß halt nicht. Ich hoffe, die Tür geht jetzt nicht gleich wieder zu. Ich würde gerne. Na, hier sieht's auch interessant aus. Ich weiß nicht, wo ich weitergehen soll. Ich will da weitergehen, wo mich das Spiel jetzt nicht weiterlassen würde. Ne? Also, wir probieren es einfach mal aus. Dream Soda. Jetzt ist kaputt. Ich hab's kaputt gemacht, es tut mir leid. Okay. Aber hier, da ich hier aktuell nichts habe. Gehen wir lieber ganz schnell zurück. Okay. Oh, wait a moment. Aber ich sehe halt nicht, ob man da irgendwo hin kann. Es ist viel zu dunkel. Nee, ich gehe jetzt auch nicht weiter. Aber wir haben schon mal so eine Richtung gesehen, in welche Richtung das Spiel gehen könnte. Guck mal hier auch, ne? Da ist zersplittert und dahinter sieht man dann. Ah ne, das soll so. Weil da ist ein Schalter. Okay, also wir brauchen den Block. Ist da sonst noch was? Sieht nicht so aus. Den muss ich jetzt da irgendwie vernünftig durchkriegen. Wait, wo ist er? Ah. Das hat nicht hingehauen. Yes. All environments perceived during eyelids should reflect a typical mental state. If you believe your mental state was compromised by Somnasculpt, please provide a comprehensive, rational explanation in your post-procedural survey. Completed surveys may be eligible for a gift card. Ah ja. Ich guck mal ganz kurz, wie lange wir schon aufnehmen. 20 Minuten. Ja, ein bisschen machen wir noch, würde ich sagen. Ich habe auch gehört, das Spiel ist jetzt nicht so lange, also denke so wahrscheinlich, keine Ahnung. Den brauche ich eigentlich jetzt ja gar nicht, ne? Wofür ist der hier? Ach so.
Ich hab da eine Idee. Lol. Worked. People beyond this point with objects will be fined. Suspension of dream license up to 1 year. Fines from one last lost night of sleep to 4. Be smart, thank you for not objecting. Report abuse 1234567890. Bestes Telefonnummer. No items. Video surveillance. People without items beyond this point will be fine. Aber ich kann ihn ja gar nicht mitnehmen, ne? Ich kann ihn ja gar nicht mitnehmen. Nee, keine Chance. Okay. Ja, das ist eine Schachfigur. Das sind Äpfel. Okay, wir gehen wohl erstmal in die kleinen Räume rein. Schätze ich. Ach so. Das ist passiert. Okay, vielleicht kann ich das später für irgendwas nutzen. Aktuell sehe ich jetzt, dass das nur ein netter Effekt war. Okay, gut, 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 gut. Ist okay. Ich nehme das so hin. Kein Problem. Plopp. Das macht die auf. Das macht die auf. Ach, das sind immer Spiegel. Nee, kann ja keine Spiegel sein. Das ist zum Durchgucken. Hier ist ja die Tür. Ah, ich wollte schon sagen, irgendwas muss ich doch hier nehmen können. Ach so, oh. Yo. Nein, jetzt ist es wieder zugegangen. Okay. Ach, ich kann es ja drehen. Dumm. Da, jetzt, das muss ich, an das Drehen muss ich denken. An das Drehen muss ich zukünftig denken. Oh, fuck. Scheiße. Ja, das Drehen wäre irgendwie cooler, wenn man das so mit Dings machen könnte. Mit den Tasten. Aber ich muss es mit der Maus machen. Das ist ganz komisch. Jetzt ist aber alles offen. Nice. 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 Please stand by for polite recognition on your completion of the Somnasculpt orientation. You did it. To maximize the time allotted for your therapeutic journey, please do not delay in proceeding through the final doorway as indicated. Ich soll es nicht verzögern? Ich bin doch rebellisch. Oder ist das der final doorway? Okay, es passiert nichts. Aktuell. Aber man will ja mal ein bisschen was austesten, ne?
Das ist ja strange. Wie es hier weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Tschüss!